Also hat letztes Jahr schon gezeigt, dass er trotz des Fingers unfassbar stark ist. Wir sind aber heute noch mal fingerlastiger als im letzten Jahr. Ja, vor allem diese Leisten. Die Leisten werden uns heute extrem beschäftigen. Aber jetzt gucken wir mal in Ruhe, was der junge Kerl hier abliefert. Wenn wir immer von den ganz Jungen sprechen, übrigens Philipp Göthert ist auch gerade mal 22 Jahre alt, ja, Student aus Innsbruck. So, die V-Formation, da geht es wirklich darum, genau, möglichst wenig Kraft zu vergeuden. Ja, der macht das aus diesem Schwung, ne? Ja. So, da ist das noch kein Problem. Es ist dann an den ganz schmalen Leisten. Da wird die Fingergeschichte eine Rolle spielen. Das hat er immer wieder gesagt. Das ist keine Ausrede. Er ist ein super Kletterer. Das sieht alles noch sehr gut aus. Sehr weich, wie er das abfängt. Auch hier. Ja. Aber auch das... Ja, es kostet nicht, ja, und es ist vor allem nicht zu unterschätzen. Ne? Wir sind jetzt hier in Stage 3. Es ist das Finale. Ja, ja. Da sind diese Hindernisse, welche die einfach aussehen. Aber da wären wahrscheinlich 80% der... Ninja-Athleten rausgeflogen. Wir müssen immer auch im Hinterkopf halten, wer wo eventuell rausgeht, mit welcher Zeit. Denn es ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, dass gar keiner zum Mount Midoriyama kommt. Dann gewinnt diese Show. Da haben wir den Gewinner des Vorjahres gehabt, Max Görner. Der, der am schnellsten, am weitesten gekommen ist. Ja? Also gehen zwei am gleichen Punkt des Parcours raus, gewinnt derjenige, der schneller da war. So, jetzt durchschnaufen, 45 Sekunden ausnutzen. Jetzt gilt's das erste Mal. Was macht der Finger? Macht der Finger mit? Also, dass er das kann, doch, das haben wir auch letztes Jahr gesehen, auch bei vergleichbaren Hindernissen. Die Frage ist halt, wie lang, wie lang geht das? Ja, wenn so einer sagt, ich bin da schwächer im Finger, ne, dann ist das nochmal ein ganz anderes Niveau, als wenn ich sage, ich habe Probleme im Finger. Ja, und damit kommt er bisher am weitesten. Henry ist da rausgegangen und Philipp Göthert schaltet das nächste Hindernis in der Stage 3 frei. So, hier Liquid Chalk ist erlaubt. Es geht an die Steckkästen. Da sehen wir eventuell wieder Choreografien. Könnte sein. Kennen wir aus den Vorjahren. Und da sind die Finger auch nicht so tragend. Da ist es jetzt die, also die tragen auch mit. Aber der Arm, die Ausdauer. Ja, ohne Finger geht's nicht. Ja. Hat Schalk auf der Hose und Schalk im Nacken, meinst du? Ah nee, das warst du. Ah nee, das war ich. Wer war das denn jetzt? Mit Schalk auf die Hose? Ja. René. René Caselli, ja. Ja, und er auch jetzt. Er hat sich ein bisschen was mitgenommen. Ist erlaubt. Und das ist Wahnsinn, wenn man das dann sieht, wie sie sich nochmal aushängen. Man kennt das aus dem Klettersport. Und jetzt ist natürlich der... Ist er abgerutscht? Hat nicht so richtig eine Idee, so fühlt sich's an gerade, ne? Boah, jetzt blockiert der. Willst du mich verarschen? Wahnsinn, da muss er jetzt den da hinten wieder rausziehen. Nochmal aushängen. Wie weit trägt ihn seine Kraft? Danach kommen noch die Tropfsteine und die Fingerleisten. Ach so, ohne Pause. Ruhig, Jan. Noch sieht es sehr gut aus. Ich glaube, die Sollbruchstelle für diesen Superkletterer Philipp Göthert werden die Fingerleisten 3.0. Ich traue ihm auch die Tropfsteine, die gleich als nächstes kommen, zu. Es ist so irre, was wir hier sehen. Es ist aber auch das Finale. Es ist Stage 3. Und Philipp Göthert geht... ziemlich weit. Da ist der Kletterer. Erinner dich, was ich früh in dieser Staffel gesagt habe, dass er so einer ist, der vielleicht immer, obwohl er schon weit gekommen ist, so ein klein wenig unter dem Radar läuft. Aber jetzt kommt die Geschichte, Jan, jetzt kommt die Geschichte. Das ist ganz, ganz großer Sport. Und jetzt werden wir sehen, wie weit dieser kaputte Finger ihn mitträgt. Schafft er die Fingerleisten 3.0, geht er an den Mount Midoriyama und kämpft den letzten Weg um 300.000 Euro. Was für ein Abend schon wieder. Und weißt du, ich würde so gerne jetzt in den Kopf gucken. Der weiß ja genau. Nochmal, das ist keiner, der Ausreden sucht.
Der weiß genau, wie vollgelaufen die Arme, die Unterarme schon sind. Der weiß genau, wie sein Finger sich anfühlt. Und jetzt dieser Irrsinn hier. Ja, und das sind die, du hast es gerade gesagt, Fingerleisten 3.0. Das heißt, wir sehen diese Abstände. Und das muss er jetzt drüben fangen. Dann haben wir nochmal einen Stempel da drin. Leck mich am Arsch. Geht er den ganzen Weg. Und er hängt sich nochmal aus. Und das ist seine Kernkompetenz. Er kommt vom Klettern. Ja, er ist schon immer ein herausragender Kletterer. Wie viel Adrenalin ist da im Körper, dass er diesen Finger vielleicht auch gar nicht spürt? So, jetzt der Übergang. Jan, der Übergang. Ja, aber Butterwand. Und wenn er den noch hinkriegt. Dann haben wir einen Mount. Wagt es ja nicht zu gehen an dieser Stelle. Denn wir haben ja noch viel, viel mehr an tollen Filmmaterialien. Einmal hier ganz viele kleine, tolle, bunte Clips aus dieser Welt hier, der Ninja Warrior Germany Welt. Und bei RTL Plus gibt es natürlich komplette Folgen dieser wunderbaren Sendung, die wir alle lieben.